Dieses Video dient dazu, dir ein bisschen Hilfe anzubieten, dich zu unterstützen bei deinem Prozess, zum Beispiel jetzt in meiner MB-Methode. Denn ganz oft lese ich in Kommentaren oder höre ich auch, ich komme nicht tiefer oder ich komme da nicht dran oder ich mache ja deine Methode. Ich setze mich hin, versuche mich den negativen Gefühlen zu stellen, zu widmen, mich also schlecht zu fühlen, um es zu provozieren, damit ich drankomme. Aber es klappt nicht. Ich komme da nicht dran, es funktioniert nicht, ich komme nicht tiefer und, und. Ich habe das mit Sicherheit in vielen Videos schon erklärt, mache aber ein eigenes Video dazu, dass wenn dir das mal wieder passiert, dass du sagst, ich komme irgendwie nicht weiter oder tiefer, dann weißt du, es gibt ein Video, das dir zeigt, wie du es optimal lösen kannst. In erster Linie möchte ich dir einfach nur mal ganz klar mitteilen, wenn du beginnst, mit und oder an dir zu arbeiten, machst du alles richtig. Also herzlichen Glückwunsch, wenn du erkannt hast, dass du ein Mensch bist und dass wir Menschen einfach Probleme haben. Ein Problem ist ein Problem, kein Kontrablem. Geh also mit dem Problem auch proaktiv um. Dann kannst du was machen. Dazu dienen alle meine Videos, die du hier kostenfrei auf YouTube kriegst oder auch meine Videokurse, die dir sehr schnell helfen, einfach tiefer zu kommen. Oder wenn du persönliche Hilfe möchtest, es gibt auch Seminare oder Workshops, die ich gebe. So. Grundsätzlich kannst du nie was falsch machen. Du weißt höchstens nicht, was kann ich jetzt tun oder wenn ich weiß, ich weiß ja, wie die MB-Methode funktioniert. Also MB heißt Michael Begelsbacher, wenn du es noch nicht weißt. Das bin ich. Das ist meine Methode, mein methodisches Vorgehen, um Menschen zu helfen. Ich habe nichts Neues erfunden oder entwickelt, sondern meine Art zu denken, zu arbeiten, zu helfen, ist eben meine Methode, meine Art, die ich auch lehre. Es gibt ja auch Ausbildung, man kann es auch lernen, auch online. So. Wenn also Menschen oder wenn du jetzt mit dir arbeitest und sagst, ich habe grundsätzlich verstanden, dass ich immer vor mir weggelaufen bin, dass ich es eigentlich besser wusste und jetzt merke ich, okay, das war jetzt nicht sehr geschickt. Dadurch wurde ich vielleicht krank oder schwer krank. Also hast du verstanden, die Lösung liegt in dir, in deinen unterdrückten Gefühlen. Also fängst du an, das habe ich alles in meinen Videos alles erklärt, ich gehe da jetzt nur ganz, ganz kurz drauf ein oder habe es jetzt gerade hiermit getan, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wenn du das jetzt nicht verstehst oder es dir zu weit ist, dann schau dir alle meine Videos hier an. Also, wenn du sagst, ich habe verstanden, mich hinzusetzen oder hinzulegen, die Augen zu schließen, erst einmal in mich hineinzuschauen, zu hören und hauptsächlich zu fühlen, was ist hier los, um da mal dabei oder dran zu sein, um es zuzulassen. Also erstmal kennenlernen, um es zulassen zu können. Dann machst du alles richtig. Wenn du sagst, aber mir geht es so die ganze Zeit schon schlecht, ich muss mich da gar nicht besonders schlecht fühlen, weil die nächste Stufe wäre nicht nur einfach hinsetzen, hinlegen, Augen schließen und schauen, was fühlen hauptsächlich, was da ist, sondern es, wenn du es ein bisschen machst, weißt du es ja eh schon, sondern der eigentliche Punkt ist, die ständige, unbewusste Fluchttendenz, also weg von deinem Schmerz, das machst du im Handy rumspielen, schon Sport und so, unterdrückst du das ständig, läufst also weg. Also das zu unterbrechen, also nicht mehr weg vom Schmerz zu laufen, sondern auf den Schmerz zuzugehen, sagen, ich möchte das jetzt einfach lösen, indem ich mich hinsetze, hinlege, mir 5 bis 10 Minuten Zeit nehme, die Augen schließe und einfach mal an was Negatives denke. Wohlwissentlich, dass mein Gehirn zwischen Realität und Fiktion nicht unterscheiden kann, also komme ich da automatisch an den Schmerz dran, von dem ich die ganze Zeit weglaufe. Und dann mache ich das. So, jetzt hast du natürlich eine Idee, eine Erwartungshaltung. Du möchtest tiefer kommen. Tiefer an den Schmerz. Oder wenn du meine Sinuskurve aus den Videos kennst, du möchtest mehr da runterkommen, weil da unten ist dein, ganz da unten ist dein Trauma, deine Verletzung, vor der du die ganze Zeit fliehst. Also du möchtest da runterkommen. Es sagen ja auch viele, ich komme nicht tiefer. Oder ich komme nicht an meine Gefühle dran. Ich habe doch gelernt oder gehört, ich muss meine Gefühle aus dem System entlassen, weil sie mich sonst umbringen. Ja, schon. Nur eines ist halt wichtig. Wenn du etwas machst, zum Beispiel jetzt meine Methode anwendest und sagst, das habe ich verstanden, ist schlüssig, wird dir auch zuhauf hier richtig oder erklärt, also, dass es für dich richtig ist. Und jetzt möchte ich einfach da drankommen. Dann darfst du eins nicht vergessen. Das sage ich in meinen Videos auch immer. In erster Linie bist du erstmal drogenabhängig. Du bist unbewusst in deinen Schmerz verliebt. Dein Körper möchte es auf gar keinen Fall aufgeben oder loslassen. Das muss dir klar sein. Wenn dir das jetzt nicht klar ist, schau dir meine 140 Videos an. Und wenn es dir zu viel ist, dann schau mal in der Textbeschreibung nach, was wir für dich tun können.
gibt den Grundkurs in meiner MP-Methode. Das ist alles strukturiert, ganz einfach, sehr günstig auch und schnell und effizient darstellt. Natürlich ausführlicher wie jetzt hier auf YouTube, weil da kann ich Meditationen machen im Kurs, die ich da reinführe. Das kann ich auf YouTube nicht. Also das heißt, du lernst, den Fluchtreflex jetzt erstmal zu unterbrechen, gehst in den Schmerz. Jetzt möchtest du natürlich was erreichen. Und das Erreichen ist ja die Idee einer Heilung. Doch dazu habe ich ein Video gemacht, es gibt nichts zu heilen. Aber du hast ja einen Wunsch. Jetzt ist es nur so, wenn du einen Weg beschreitest, weißt du normalerweise ja gar nie, wo ist dieser Weg, wo führt er genau hin und wo oder wann bin ich angekommen. Normalerweise. Also brauchst du ein Navi, Navigationsgerät. Und du hast durch meine Methode ein Navigationsgerät bekommen. Denn du navigierst in deinen Schmerz und durch den Schmerz hindurch, wenn du das Navi benutzt und sagst, okay, was ist jetzt mein Navigationsgerät? Was navigiert mich denn wohin? Wenn du durch meine Arbeit und durch meine Methode gelernt hast, der Schmerz, dieses Scheißgefühl, das du hast, wenn du glaubst, deine Partnerin, dein Partner ist schuld oder wer auch immer, wenn dein Gehirn sagt, ich wurde betrogen, ich wurde verlassen, ich wurde gedisst, ich wurde gemobbt, ich habe einen Narzisst oder was auch immer für einen Unsinn du da selbst erzählst oder glaubst, das ist alles Unsinn, weil es nie was mit außen zu tun hat. Das heißt also, dieser Schmerz, dieses Gefühl, in der Tiefe ist es immer nur Ohnmacht, dieses Gefühl der Ohnmacht, das in der Regel hier sitzt, im Solarplexus, kann auch mal ein Brust sein, Brustbereich hier, dein gebrochenes emotionales Herz oder deine unterdrückte Wut im Hals. Oder die Anspannung im Gesäß, weil du nicht genügend Ur- und Gottvertrauen hast. Also diese Energiezonen, diese Chakren, die auf sich aufmerksam machen, haben einen Grund, sie wollen dich informieren, dass in dir eine absolute Hilflosigkeit ist, eine Ohnmacht. Und diese Ohnmacht, dieses Gefühl, das absolut furchtbare Gefühl einer Todesangst, das ist Todesangst, ist der Navi. Das ist die Navigation. Dieses Gefühl führt dich automatisch immer tiefer nach unten zu deinem schwer verletzten inneren Kind und natürlich, wenn du weitergehst, automatisch wieder hoch ins Licht dadurch, dass es für ein und alle Mal erledigt ist. Also du hast ein Navi in dir. Ich habe dir erklärt oder gezeigt, wie es geht. Setz oder leg dich hin, denk an was Negatives, lass diese Gefühle zu. Das hast du in der Regel verstanden. Jetzt sagst du dann, ich komme nicht tiefer. Okay. Jetzt weißt du auf jeden Fall, dass du tiefer in den Schmerz möchtest. Jetzt hast du nur ein Problem. Sonst würdest du das nicht sagen, wenn du das kennst. Du weißt gar nicht, wie tief es ist. Du weißt gar nie, wo ist denn letztendlich der tiefste Punkt. Das musst du wissen. Du weißt nie, wo ist mein tiefster Punkt. Deswegen kannst du auch gar nie sagen, ich komme nicht weiter. Nehmen wir mal an, der tiefste Punkt, der Break-Even hier unten halt, wo es dann wieder hochgeht, wäre jetzt hier unten, da unten, das kann man kurz gucken, da fällt mir das Mikroteil runter. Nicht, dass das Mikro ausgeht. Muss ich allerdings mal kurz einen Check machen, nicht, dass der Ton weg ist. Denn ich schneide nie was raus, deswegen schneide ich das jetzt auch nicht raus. Das heißt also, ganz da unten ist der Punkt. Und jetzt weißt du ja nicht, wo ist der tiefste Punkt, dein tiefster Schmerz. Das wirst du vielleicht auch nie rausfinden. Deswegen kannst du nie sagen, ich komme nicht tiefer. Du weißt doch gar nicht, wo der tiefste Punkt ist, was tiefer wäre. Du denkst vielleicht, wenn du sagst, ich komme nicht tiefer, ja, ich habe geglaubt vielleicht, ich muss weinen, ich muss schimpfen, ich muss schreien. Wenn ich mich jetzt hinsetze und die MB-Methode mache, da kommen keine Gefühle hoch, also ich komme doch nicht tiefer. Ja, du könntest ja sagen, mehr nach links, mal nach rechts, nach oben, nach unten. Genau genommen meinst du, ich komme nicht mehr an meinen Schmerz. Tiefer, höher, weiter, breiter, das kannst du nie beurteilen. Also fall nie auf die Idee rein, zu glauben, du kommst nicht weiter. Denn auch die Idee zu sagen, ja, okay, Michael, das habe ich verstanden. Ich weiß es nicht, wo ist ganz unten, werde ich nie wissen. Denn wenn du jemals glaubst, du warst da ganz unten, stellst du vielleicht ein halbes Jahr später fest, geht ja noch tiefer. Dann ein halbes Jahr später noch tiefer. Also irgendwann wirst du rausfinden, du weißt sowieso nie, wo der tiefste Punkt ist, ist auch nicht wichtig. Wenn du also weißt, du möchtest zwar da unten irgendwo durch, ohne zu wissen, wann ist er, das kriegst du dann schon mit, wenn es irgendwann besser wird. Dann kriegst du allerdings erst mit, wenn du hier bist, dass es wahrscheinlich der tiefste Punkt war. Ist aber nicht wichtig. Wichtig ist, du beschreitest einen Weg. Einen Weg zu deinem Trauma, durch dein Trauma. Ein Weg, wo du dein Traumagefäß, das voll ist, bis oben hin mit Traumaenergie, immer mehr entlädst und entleerst. Ja, du kannst es nur nie sehen und beobachten, wie viel da drin ist.
kannst auch nicht sehen, dass du jedes Mal, jeden Tag wieder neuen Mist auffüllst durch Unbewusstheit. Das kannst du nicht sehen, das kannst du fühlen. Du musst also nie wissen, wie tief bist du. Und wenn du es aber davon abhängig machst, dass du sagst, ja, aber gut, weiß ich, dass ich nicht weiß, wie tief ich komme, aber ich weiß doch, wenn ich mich hinsetze und einfach mal weinen möchte, mal schreien möchte, mal meine Gefühle, meine Wut rauslassen möchte und ich komme da nicht tiefer, ich komme da einfach nicht dran, was es in dem Moment tiefer wohl bedeuten mag, dann sage ich, hier und? Hier und? Ja, aber dann komme ich doch nicht weiter, dann sage ich, jetzt kommst du schon mal mit einem Scheiß weiter. Du sollst nicht weiterkommen, du sollst nicht tiefer kommen, Punkt. Ein für alle Mal, du musst nichts erreichen. Heilung bedeutet, nichts zu tun. Tun ist wieder Ablenken vom Sein. Tun gibt dir wieder das Gefühl, du kannst was machen. Wenn ich dir aber immer wieder sage, unser Problem besteht immer darin, dass unser Reptilien dahin, das Stammhirn, Ohnmacht, also ohne Macht zu sein, keine Kontrolle zu haben, nicht leben kann, weißt du, es geht immer nur um Ohnmacht. Unser Gehirn möchte immer nur die Macht haben, die Handlungskompetenz. Und du fällst drauf rein. Heilung besteht darin zu sagen, okay, ich möchte jetzt mal versuchen, auch nur versuchen, mir klar zu machen, ich bin Kontrollfreak, ich habe ein prähistorisches Gehirn, ein völlig überholtes Bauteil, das noch nie ein Upgrade bekommen hat. Das kriegt es durch meine Methode, ja, wenn du es machst. Und es geht darum, für mich da zu sein. Auch hier nochmal zum Verständnis. Was gibt es denn zu heilen, zu verändern? Also ganz kurz ist die Exkursion, dass du dich wieder daran erinnerst, weil du wirst dich daran erinnern, dass ich das schon ganz oft erklärt habe. Ein Trauma entsteht dadurch, dass du hilflos und ohnmächtig einem Wahrnehmungsschock, wenn man es in der Psychologie nennt, ausgeliefert warst. Das heißt, es waren extrem starke Gefühle in dir. Das Gefühl, du bist nicht gut genug, du wirst jetzt sterben, weil du nicht gut genug bist. Das nicht aushalten zu können, nicht fühlen zu können, nicht aushalten zu können, hat dazu geführt, dass der Körper die Energien einfriert und das nennt man Trauma. Und diese eingefrorenen Energien, die in deinem Körper sind, müssen raus. So, nochmal ganz, das war mal kurz, dass du es wieder hörst. Wenn du aber weißt, der ganze Super-GAU kam nur deswegen, du wurdest nur traumatisiert, weil du in diesem einen Moment, wo das Ursprungstrauma stattfindet, alle anderen Traumen sind völlig unwichtig und völlige Zeitverschwendung, an diesen oberflächlichen Traum rumzumachen, erkläre ich auch so oft in meinen Videos. Wenn du weißt, du musst nur den Moment erreichen, wo dein Körper sich wieder absolut hilflos, ohnmächtig dieser Todesangst ausgeliefert fühlt, ist der Sinn meiner Methode, drück auf die Wunde, um dann da zu sein. Dann weißt du, es hätte in der Vergangenheit ja gar kein Trauma stattgefunden, wäre jemand da gewesen, der mich in diesem vermeintlichen Todeszeitpunkt einfach nur beschützend und liebevoll in den Arm genommen hätte, dann hätte mein Körper gemerkt, ist doch alles okay. Wenn du jetzt sagst, ja, aber Michael, das habe ich doch verstanden, ich möchte doch in diesen tiefsten Schmerz, in das Scheißgefühl reingehen, um mich dort abzufangen, um es rauszulassen, da zu sein, dann sage ich, ja, das ist schon die Idee. Wenn du es aber noch nicht schaffst, weil du noch zu sehr in deinen Schmerz verliebt bist, weil du nichts anderes kennst, wie nur Schmerzen zu vermeiden, also geliebt zu werden, Lob und Anerkennung zu kriegen und so weiter, dann kannst du es noch nicht anders. Dann muss dein Körper erst lernen, dass es Zeit braucht, bis er sich tiefer darauf einlassen kann. Weil du hast jahrzehntelang deinen Körper und dein inneres Kind in die Tonne geklopft, du kannst nicht allen Ernstes glauben, dass dein Körper Hurra schreit, wenn du endlich mal in die richtige Richtung gehst. Du kannst mich mal. Du kannst zu 100%, ich nehme das falsche Wort jetzt mal, Heilung erlangen, wenn du aufhörst, irgendetwas zu tun, sondern dich deinem Ganzen widmest, so wie es meine MB-Methode ja sagt. Und jetzt kommt der eigentliche Punkt. Sagst, okay, ich setze mich hin, ich mache das, was Michael sagt, möchte mich dem Worst-Case-Szenario stellen und jetzt stelle ich fest, ich komme jetzt sozusagen nicht tiefer. Du weißt jetzt, dass du das nicht beurteilen kannst und dass es auch nicht tiefer gehen muss, sondern du möchtest weiter zu dir kommen. Und zu dir kommst du nur dann, wenn du aufhörst, ständig drauf reinzufallen, zu glauben, du kannst es nicht aushalten, du kommst nicht tiefer, du kommst nicht weiter, du hast immer noch nicht rumgeheult, du hast immer noch nicht die Bude zusammengeschlagen, weil du mal deiner Aggression begegnet. Wenn du mit dem Scheiß mal endlich aufhörst, irgendetwas erwarten zu wollen, was dich letztendlich immer wieder zu einer Versagerin oder zu einem Versager abstempelt, dann ist der Trick deines Egos. Er sagt, okay, wir machen das jetzt. Ich spiel mal mit, mach doch mal die AMB-Methode, ich werde dich dann gedanklich ablenken, dass du nicht tiefer kommst, dann wirst du es wieder nicht hinkriegen, dann flänzt du wieder rum, dann bist du wieder eine Versagerin oder ein Versager und dann habe ich die wieder an der Kandare, du bist eh zu blöd, um das hinzukriegen oder unfähig, du kommst ja nicht tiefer oder weiter. Da fällst du dann ständig drauf rein. Also nochmal,
Es gibt kein tiefer und weiter. Es gibt nur ein bewusster, das ist vielleicht das richtige Wort, zu sagen, ich muss nicht tiefer irgendwo da reinkommen oder da raus oder weiter. Nein, ich muss bewusster werden. Denn wenn ich bewusster bin, dann merke ich, okay, ich lege mich jetzt hin, setze mich hin, versuche die Methode von Michael mal zu machen und stelle fest, dass ich immer wieder Gedanken habe, die sagen, und kommen jetzt Gefühle. Ach, doch, jetzt wollte ich gerade weinen, jetzt kommt Widerstand. Ja, nimm das wahr, dass du unbewusste oder auch bewusste Erwartungshaltungen hast, die nicht eintreten oder eingetroffen sind, dass du halt mal wieder sozusagen versagt hast. Nicht wirklich, aber weil du ja glaubst, du hättest was erreichen müssen, ständig prüfst, bin ich schon tiefer, jetzt habe ich die Methode gemacht, wieder nicht geweint, bin wieder nicht tiefer gekommen. Ach ja, ich schaff's einfach nicht. Das heißt, jedes Mal, wenn du dir erlaubst, diesen Schwachsinnsgedanken, das ist Schwachsinn, geistig behindert, das nenne ich behindert, du bist dann behindert, geistig behindert, weil du hier nicht klar denken kannst, weil du dann hier hängen bleibst und denkst, hast du einen Fehler gemacht, anstatt dein Bewusstsein mal zu benutzen, dein höheres Bewusstsein, das sagt, okay, was möchte Michael mir damit sagen? Der sagt, ich kann nie einen Fehler machen. Okay, also das heißt doch, ich mache die MB-Methode, bin einfach liebevoll mit mir, denn das ist das, was ich als Kind nicht hatte. Dann habe ich schon mal das kapiert, dass ich ziemlich scheiße mit mir und respektlos mit mir umgehe, wenn ich ständig irgendwas heilen und machen möchte und es nicht hinkriege. Also werde ich liebevoll dran gehen. Ich versuche das jetzt, mach mir klar, es werden Erwartungshaltungen auftauchen, die sagen, ich prüfe jetzt mal, ob es schon besser geworden ist. Ich prüfe mal zwischendurch, ob ich schon erleuchtet bin oder ob ich mehr geheult habe. Ah, nee, heute waren es 33,2 Tränen. Eigentlich wollte ich 36 Tränen heute rausheulen. Scheiße, wieder nicht geschafft. Es waren nur 29 Tränen. Verdammt. Dann hast du dich wieder zu einer Versagerin, zu einem Versager manipulieren lassen von deiner Erwartungshaltung, die nur von deinem Ego kommt, die sagt, ich bring jetzt mal, hau dir mal eine Erwartungshaltung rein, du bist jetzt so dämlich und fällst drauf rein und dann bist du wieder ein Versager, Versagerin und schnallst es nicht. So habe ich dich immer an der Kandare, du bleibst im Opferland, du wirst es nie schaffen. Ja, herzliches Beileid, wieder nichts kapiert, würde ich sagen. Du musst einfach nur eines tun, oder du musst nicht, du darfst nur eines tun. Mach, nutze meine Methode, ja, das ist schon die richtige Richtung. Und beobachte deine Erwartungshaltung. Beobachte deine ständige Versagensängste, dein ständiges Rumgejammer, ich bin wieder nicht dran gekommen, hab's wieder nicht tiefer geschafft, bla bla bla. Und geh liebevoll damit um. Wenn du nur eins lernen würdest, bei allem, was du beobachtest, so machen, ob es dir passt oder nicht. Sagst du, ja, ich wollte tiefer kommen, merke gerade, ich bin ziemlich sauer, jetzt lag ich eine halbe Stunde auf der Couch rum und habe nicht reingebissen in die Couch, in dieses Drecksteil oder sonst was. Ich habe nicht meinen Nachbarn gelüncht oder rumgeschrien, was alles Idioten sind und so. Jetzt lag ich da so eine halbe Stunde herrenlos rum, ist wieder nichts passiert. Wir essen doch zeitig. Butter bei den Fische, wieso geht da nichts? Mann, weil da nichts gehen muss. Sondern stell fest, es war so, du hast gelitten, weil du nicht wirklich richtig gelitten hast. Das volle behinderte Programm, es ist behindert, geistig behindert, es ist so. Wenn du dann es schaffst zu sagen, jetzt klopfe ich mal auf meine Schulter, ich habe es echt drauf, mich selbst fertig zu machen. Ich habe es echt drauf, auf mein Ego reinzufahren. Ich habe es echt drauf, eine Erwartungshaltung zugelassen zu haben, sie auch noch künstlich weitergedacht zu haben und nicht mehr gemerkt habe, dass ich jetzt gerade, weil ich glaube, ich habe was nicht erreicht, leide und völlig verpasst habe. Ach so, Moment mal. Ich möchte doch mit und durch die MB-Methode an schlechte Gefühle rankommen. Jetzt habe ich mir vorgestellt, was Negatives. Jetzt kam ich aber nicht dran. Und jetzt rege ich mich so wahnsinnig drüber auf, dass ich nicht drankomme und habe völlig verpasst. Jetzt beginnt doch erst die Übung. Weil jetzt rege ich mich doch darüber auf, weil ich zu blöd bin, weil ich nicht tiefer komme, zu blöd bin und so. Jetzt hätte doch die Übung stattfinden müssen. Jetzt hätte ich doch fühlen müssen, wie sich eine Versagerin, Versager anfühlt. Auch das hast du noch nicht mal geschnallt. Super. Das ist das, was mir manchmal wirklich schwer fällt, wenn ich mit Leuten rede, mit denen ich schon länger arbeite. Und ich denke, was für ein Spatzenhirn. Hat es wieder nicht kapiert, jammert hier rum, dass er nicht an Schmerz kommt und merkt nicht, Moment, jetzt läuft doch gerade die Übung. Entweder wenn er es mir erzählt oder wenn er sagt, ja, dann saß ich auf der Couch, ich habe das alles versucht und dann habe ich es wieder nicht hingekriegt. Es kamen Tränen hoch, ich wollte weinen. Dann kam dieser verdammte Scheiß Widerstand und dann war ich voll draußen, weil ich wieder an was anderes gedacht habe. Jetzt sage ich, hey, Spatzenhirn, für die Landbevölkerung zum Mitschreiben. Jetzt
wäre die Nummer da gewesen, wo er sagt, ach so, jetzt bin ich ja voll in dem Mist drin. Wieder nicht kapiert. Und sagt, Mist. Klar, ich habe was vorgehabt. Ich wollte mich durch ein Bild da rein assoziieren, um an die Wut zu kommen. Ich habe mir meinen Vater vorgestellt, wie er mich damals weggesperrt hat oder was auch immer. Und da kam ich da nicht dran. Und da war ich so sauer, dass ich da nicht dran kam. Ich konnte die Bilder abrufen, aber die Gefühle nicht. Ich kam einfach nicht tiefer und weiter. Und da habe ich mich wahnsinnig aufgeregt. Und gesagt, ja, aber jetzt war doch da die Übung da, dass du dich aufgeregt hast, weil du zu blöd bist, das nicht zu schaffen. Also dein Ego sagt das ja, du bist es nicht wirklich. Und dann hast du noch nicht mal gemerkt, dass jetzt die Übung beginnt. Du hast dich zu sehr an der Erwartungshaltung festgehalten. Ich wollte aber mein Bild mit meinem Vater oder wem auch immer nehmen, um da dran zu kommen. Ich wollte einmal im Kinderzimmer meinem Vater sagen, was für ein Arsch er ist. Da kam ich aber nicht dran. Sag ich, ja, du warst dran. Das ist noch nicht gemerkt. Dein Ego hat nämlich dir gezeigt, was du für ein Arsch bist, weil du zu dämlich bist, diese Übung hinzubringen. Und du hast den Absprung nicht geschafft. Du hast nicht gesagt, okay, jetzt beginnt doch erst die Übung. Weil ich es angeblich nicht geschafft habe, tiefer zu kommen. Das wird dir die ganze Zeit passieren. Wenn du nicht auf einer höheren Ebene immer mal wieder versuchst, dann von mir als retrospektiv, also im Nachgang betrachtet, sagst, okay, jetzt habe ich versucht, die MB-Methode zu machen und ich bin jetzt richtig wütend und sauer, dass ich nicht tiefer kam. Aber auch die Wut und die Trauer spüre ich jetzt gerade wieder nicht mehr. Ich merke es ja gerade, jetzt könnte ich ja mit der Übung direkt starten, weil jetzt beginnt ja die Übung, jetzt komme ich da auch nicht dran. Was wird Michael sagen? Der wird sagen, mach so, weil du jetzt keine andere Wahl hast, wie entweder weiter größenwahnsinnig zu glauben, dass du das steuerst, größenwahnsinnig zu glauben, dass du die Weite und Tiefe kennst, größenwahnsinnig zu glauben, dass du das steuerst. Nein, so weit bist du dann einfach noch nicht. Du kannst dich nur dann daran erinnern, was ich sagen würde. Der wird sagen, Michael wird sagen, klopf dir immer auf die Schulter. Du sagst, oh nee, Michael, ich habe beobachtet jetzt gerade eben, was ich gestern versucht habe. Dann habe ich auch noch beobachtet, dass ich mich während der Übung darüber aufgeregt habe, dass ich nicht tiefer komme. Hinterher dachte ich noch an deine Worte, Michael, habe ich gedacht. Dachte ich noch, wie bin ich doof? Da hat doch die Übung begonnen. Wie kann ich so doof sein, dass ich merke? Und dann? Ja, und dann am Abend, als ich im Bett lag, habe ich gemerkt, mein Gott. Ich habe nach der Übung gemerkt, wie bescheuert ich bin, dass ich mich darüber aufrege, dass ich nicht reinkomme, habe aber gar nicht gemerkt, dass ich ja immer noch drin bin. Und da lag ich im Bett und habe gedacht, wie konnte ich so bescheuert sein, in dem Moment, wo ich gemerkt habe, wie bescheuert ich war, es nicht schnallen. Da sage ich, jetzt liegst du im Bett und regst dich auf der Ebene auf, wie bescheuert du sein konntest, dass du da so bescheuert warst und das nicht gemerkt hast. Merkst aber gerade nicht, dass du im Bett genauso geistig behindert und bescheuert bist, weil du hier gerade nicht merkst, dass du dich ja wieder aufregst, weil du dich darüber aufregst, dass du dich über das Aufregen nicht aufregen hättest dürfen. Merkst du denn nicht gar nichts? Kann sich irgendwann mal so machen und sagen, hey, das habe ich echt drauf, mich selbst zu verarschen. Zu glauben, dass ich die Kontrolle habe, zu glauben, dass ich hätte was erreichen müssen, zu glauben, ich hätte weiter und tiefer kommen müssen. Wow, Wahnsinn, völlig verblödet unterwegs und schnallst noch nicht mal. Und jetzt mache ich so, das muss man erst mal drauf haben, so geistig behindert und verpeilt durch die Gegend zu laufen. Jetzt klopfe ich auf meine Schulter, auch wenn ich drüber nachdenke, wie peinlich mir das gerade ist, dass ich es dort nicht geschnallt habe und dass ich da am liebsten nicht hingucke, weil das ist ja völlig Banane. Und ich überlege, Gott, da rege ich mich drüber auf, weil ich mich übers Aufregen nicht aufregen wollte und merke gerade gar nicht, dass ich mich immer noch darüber aufrege, weil ich mich übers Aufregen nicht aufregen wollte, weil ich mich aufgeregt habe, weil ich mich überhaupt nie mehr aufregen wollte oder so. Hallo? Wann wachst du auf und machst so? Und machst dir klar, das ist der Bringer. Das ist der Punkt zur, wenn du so möchtest, Heilung. Dass du irgendwann ausnahmsweise mal dein Spatzenhirn außen vor lässt und auf eine bewusste Ebene kommst und sagst, ja, egal, was hier gerade passiert, ich blick's gerade gar nicht mehr. Vielleicht blick's es gerade gar nicht mehr. Dann mach jetzt so, ich blick's nicht mehr. Und jetzt mache ich so. Denn das ist es, was sich auf tiefster Ebene heilt. Dass du endlich mal deine Hand nimmst und dir auf die Schulter klopfst. Und sagst, es ist alles gut, du darfst dich aufregen, über was aufregen, weil du dich nicht aufregen wolltest. Mach es, ist es okay? Wenn ich dem sage, ich darf nicht, doch, du darfst dich aufregen. Regst du dich jetzt nicht drüber auf? Nein, ich find's gut so. Ich finde es gut so. Ich finde, du regst dich noch nicht richtig auf. Mach doch mal. Und wenn du es auch nicht schaffst, auch okay. Heilung, wenn du es so möchtest, findet nur dann statt, wenn du endlich mal aufhörst, irgendwas zu tun oder irgendwas erreichen zu wollen. Denn immer wenn du was erreichen möchtest, lenkst du von hier und jetzt ab, von diesem Wahnsinnsschmerz, nicht gut genug zu sein. Also hör auf damit, beziehungsweise schau, hör und fühl ganz, ganz ehrlich dahin.
wie furchtbar sich das anfühlt, keine Kontrolle zu haben. Wie furchtbar sich das anfühlt, es geht nur ums Fühlen, nicht zu wissen, was ist richtig und falsch. Wie furchtbar sich das anfühlt, keine Kontrolle zu haben, ohnmächtig, hilflos, irgendwas ausgeliefert zu sein, was nur ein Gefühl ist, das sich nur dann umbringt, wenn du es nicht fühlst, aber ganz sicher nicht, wenn du es fühlst. Das heißt, wenn du lernst zu verstehen, ein Trauma fand nur statt, weil niemand da war, der dich bedingungslos geliebt hat. Und die Erlernung sagt, reiß dich mal zusammen, stell dich nicht so an, was glaubst du, wo du bist. Immer hast du eins draufgekriegt, wenn du nicht zur Schrankwand gepasst hast. Also lauter wurde es, wie die Eltern es wollten oder anders aussah, aber die Schrankwand womöglich noch auffällig wurde es, weil sie gerade nicht gepasst hatten. Das heißt, wenn du nicht anfängst, damit aufzuhören, irgendwas ändern zu wollen, nicht sagst, okay, ich kann, genau genommen, bei diesem Weg, den Michael mir vorgibt oder anbietet, bei dieser MB-Methode ja gar nichts falsch machen. Ich kann nur ab und zu nicht merken, dass ich glaube, dass ich was falsch mache. Ist auch nicht falsch. Vielleicht leidest du halt gerne, merkst es nicht, dann ist es doch in Ordnung. Vielleicht könntest du ja sonst nichts. Nur wenn du das nicht mehr möchtest, dann versuche immer wieder diesen Gedanken abzurufen, was soll ich jetzt tun? So machen. Immer so machen. Egal wie sehr dein Ego sagt, du bist doch bescheuert, das war doch völlig Banane, hast deine Frau, deinen Mann oder wen auch immer angeschrien und sagst auch noch, war gut. Du sollst nicht sagen, es war gut, sondern es war richtig, weil es nicht anders ging. Wie willst du deinem Schmerzkörper, deinem inneren Kind, egal wie du es nennen möchtest, zeigen, dass der Krieg zu Ende ist, so fühlt sich das an, dieser ständige Überlebenskampf, wenn ich irgendwann mal eine Instanz da ist, also du, die sagt, es ist okay, es ist in Ordnung. Du bist so zu 100% in Ordnung, scheißegal, was du machst oder nicht machst. Nur dann lernt der Körper allmählich dir zu vertrauen und wird sagen, okay, dann kann ich ja gar nichts falsch machen. Also wenn ich mich das nächste Mal hinlege und mich tiefer, stärker, schräger, grüner, gelber, was auch immer fühlen möchte, ist es eine Idee. Und wenn es klappt, gut. Wenn es nicht klappt, auch gut. Ist doch völlig okay. Es ist doch alles gleichgültig. Es hat alles die gleiche Gültigkeit. Nicht, ist es egal. Es hat die gleiche Gültigkeit. Wenn du das praktizierst, wird jede noch so naive Zelle in deinem Körper den Beweis bekommen, dass wenn du etwas erreichen möchtest, es nicht erreichst und enttäuscht bist, dass du weißt, es ist normal. Hast dich ja getäuscht. Nur sei nicht enttäuscht, weil du nicht enttäuscht sein möchtest, sondern nimmst zur Kenntnis, du völlig verpeilt, völlig verblödet, völlig behindert, wie auch immer du es nennen möchtest, hast du irgendwas getan, das ist in Ordnung. Wenn du das immer mehr wertschätzt und respektieren lernst, auch wenn du retrospektiv betrachtest, hinschaust, Gott, ist mir das gerade peinlich und ich überlege, was ich gemacht habe. Ja, dann ist es dir halt peinlich, dann fühle es. Aber gib deinem Körper das Gefühl, deinem Organismus, dass er von dir bedingungslos respektiert und geliebt wird. Nicht an die Bedingungen geknüpft. Ja, heute geht es mir gut mit mir, ich kam hier tiefer. Obwohl ich nicht weiß, wie tief es war, weil ich ja gar nicht die Tiefe kenne, ich habe kein Messgerät. Aber bla bla bla, der ganze spirituelle, esoterische Scheiß, der da draußen auf dem Markt herrscht, der die Menschen nur noch mehr verblödet oder mehr in Schwierigkeiten bringt, weil da Sachen erzählt und angeboten werden, die völlig hirnrissig sind und in keinster Weise funktionieren. Es sei denn, sie sagen das Gleiche. Was große Weisheitslehrer ja auch sagen. Ich sage nichts Neues. Lerne dich kennen, lerne dich respektieren. Wer soll es denn sonst tun? Dein Ego macht es nicht. Also mach du es, wer auch immer du bist. Das wirst du sowieso nie rausfinden, wenn du nicht weißt, wie es geht. Das kann man rausfinden. Also, versuche bei all dem, was du bisher gemacht hast, immer wieder mal drauf zu gucken, zu fühlen, wie bescheuert sich das anfühlt, wie peinlich oder mit Scham besetzt es ist, wenn man so beobachten, was wir gemacht haben oder nicht machen wollen. Ja, nicht machen wollen, es kommt das Gleiche raus. Und dann zu sagen, ja, ich stelle mir jetzt mal vor, das wäre mein Kind. Und ich sage ständig, hey, du willst doch tiefer kommen. Was ist mit dir los? Ich sage, ja, als Beispiel, du hast jetzt eine 5 in Deutsch. Was ist los? Guckst du. Wolltest du eine 6 kriegen? Gut, dann hast du es verbockt. Wie, du wolltest keine 6? Ach, du wolltest auch keine 5. Was wolltest du denn? Ja, Papa, ich wollte eine 2. Für was? Ja, dass du nicht traurig bist. Oh, habe ich das etwa falsch geführt? Ich bin nicht traurig bei einer 5. Ich frage halt, was ist los? Kann ich dir helfen? Dann gucken wir mal. Wenn es geht, geht's. Wenn nicht, holen wir Nachhilfe. Aber meine Liebe ist doch nicht von einer 5 abhängig oder wie du aussiehst oder ob du brav bist beim Essen oder so ein Scheiß. Das hat man uns halt so beigebracht. Also, es gibt nichts, was du falsch machen kannst. Es gibt kein tiefer, besser, weiter. Es gibt nichts zu erreichen. Es gibt auch nichts, ja, zu heilen habe ich schon mal gesagt, gibt auch ein Video drüber. Also versuche, was auch immer du machst oder nicht machst, also gern gehabt hättest, erwartet hast, immer so zu machen. Das gibt deinem Körper das absolute Gefühl, dass er 100% bedingungslos geliebt wird.
Wenn du das machst, wird der Körper dir vertrauen. Er wird sich immer mehr öffnen. Und dann kommt es schon so, wenn es sein muss. Auch das ist nicht zwingend zur Heilung dienlich, dass du sagst, aber nur wenn ich lange genug rumgeflennt habe, alles draußen, bin ich geheilt. Nein, durch absoluten Demut und Respekt deiner eigenen Hölle gegenüber, was das ja gerade mit dieser Übung ist, wirst du Heilung erlangen. Wenn du dann noch glaubst, du musst unbedingt irgendwelche Gefühle rausschreien, rausflennen, ja, dann mach du beim Rausschreien oder wenn Rumflennen-Wettbewerb mit, vielleicht kannst du da Punkte sammeln, braucht kein Mensch. Das sind alles Klischees, zu glauben, ich muss alle Energie immer rausbrüllen, rausschreien, an Zettel schreiben, anzünden, der ganze Mist. Also wenn es dir hilft, ist es kein Mist, aber in der Regel ist es Unsinn. Also man kann es machen. Bringt dich aber nicht weiter oder das bringt dich definitiv weiter. Das andere kann dir dann auch dazu dienen. Das wirst du ja dann sehen. Heilung besteht nicht darin, dass du dein Traumagefäß leerst. Durch Weinen, Schreien, Schimpfen, durch absolute Akzeptanz, durch volles Bewusstsein, durch Liebe mit allem wirst du das mit einem Schlag auflösen können. Während andere immer noch sagen, ja, ich muss da noch ein bisschen, hab da noch ein paar Milliliter da drin, dann muss ich noch eine Runde rumflennen, dann gehe ich jetzt morgen mal mit meiner Frau weg, die macht sowieso immer blöd, oder mein Mann, dann kann ich noch ein bisschen flennen, dann habe ich es draußen. Ja, du wirst es aber gleich wieder auffüllen, weil dein Ego sagt, du musst doch ständig was heilen. Also da muss ja was drin sein, dass du was heilen kannst. Ne? Das kann frei und verleer werden. Das wird nie funktionieren. Doch, ich möchte es nicht zu lange rumlabern, sonst wird es zu kompliziert. Lerne, du musst nur eins in diesem Video verstanden haben. Wie kann ich mich heilen, indem du im Körper absolut bedingungslos respektieren lernst. Das ist das, was wir nicht hatten, deswegen war, also durch bedingungsloses Annehmen bin ich bedingungslos da. Das hatten wir nicht. Eine stabile Eltern, die bedingungslos da waren. Durch Nähe, durch den Arm nehmen. Als Säugling muss man das nicht in den Arm nehmen. Das verstehe ich ja sonst nicht. Eine andere Sprache, eine Körpersprache. Und das möchte ich durch meine Haltung für das geben, meinem Organismus, was er damals nicht hatte. Bedingungslose Annahme durch körperliche Berührung, also wenn man sich berührt, oder durch Dasein. So. Das ist das, was du machen kannst. Damit heilst du jedes Trauma, damit kannst du alles erreichen. Und gerade dann, wenn du was nicht erreichst und dann Ja sagst, hast du mehr gewonnen, wie du sagst, ja, ich habe heute ein bisschen rumgeheult, habe da 3,5 Liter Tränen rausgelassen, so kann ich das, so einen riesen Tank habe. Go for it, habe ich mir noch gesagt. Und es ging richtig gut, habe ich noch ein bisschen Chaka gemacht. Und boah, heute habe ich so richtig was bewegt. Okay, wenn es hilft. Ja, aber was ist das für ein Käse? Kann ja sein. Aber damit hast du nichts gewonnen. Nicht wirklich. Für den Moment ja. Nur wenn du absolut für dich da bist und egal, ob du das so machst oder nicht, sagst ja, ich bin jetzt so für mich da, wie ich für mich da sein möchte. Ich bin einfach bedingungslos da, nicht an die Bedingungen geknüpft. Erst einmal, es fühlt sich unheimlich gut an, zu schreien, zu weinen, anzuklagen. Keine Frage. Nur irgendwann schaffst du einen Absprung nicht mehr. Da habe ich auch ein Video gemacht, die dunkle Seite des inneren Kindes. Irgendwann verliebt man sich in dieses Ich-muss-was-heilen-Prozess. Du wirst immer dann weiterkommen, wenn du das verstehst, immer wieder bei dir zu sein, dir zu zeigen, ja, ich versuche, das ist erstmal nur ein Versuch, mich bedingungslos zu respektieren und es meinem Körper zu zeigen. Nicht indem ich so, ja, ich weiß ja alles, sondern indem ich wirklich auf die Schulter klopfe. Noch ganz kurz, weil es mir gerade einfällt, möchte jetzt kein eigenes Video dazu machen. Viele sagen, oder nochmal, ich glaube, ich habe es in einem Video auch mal beschrieben. Wenn du meine Methode machst, sage ich ja, wenn du an die Gefühle kommst, leg deine Hände dahin. Zum Beispiel, wenn es hier wehtut. Mach das bitte nur am Anfang. Denn Anfängern, die überhaupt keine Ahnung haben, was sie machen sollen, die sowieso sich ständig immer intellektuell und mental ablenken lassen, sage ich, wenn du in die Gefühle reingehst, wird es in der Regel hier eng. Egal, hier, hier oder hier, leg deine Hände dahin, dass du den Fokus darauf richtest, dass du lernst, da möchte ich hinfühlen, wo ich meine Hände habe. So, wenn du das aber ein paar Mal geübt hast, dann solltest du, wenn du das nächste Mal meine Methode beginnst, dich nicht, das, wie wenn ich es bei Klienten sehe, wenn sie da sind, ich sage, schließ mal deine Augen, wir fangen jetzt mal an, da reinzugehen, legen sie gleich ihre Hände hin, sagst du, stopp, mach mal deine Hände weg. Wir haben noch gar nicht angefangen. Denn in dem Moment, wo du zum ersten Mal, wenn der Schmerz auftaucht, deine Hände dahin legst, dann verankerst du diese Gefühle. Das dient, die Idee, das dahinzulegen, dient nicht nur, um es jetzt festzuhalten, sondern mich darauf zu konzentrieren. Das heißt, da, wo meine Hände sind, spielt die Musik, nicht da, wo mein Gehirn mich sowieso gleich ablenkt. Nur wenn du beim zweiten, dritten Mal oder fünften Mal wieder dran gehst, leg deine Hände nicht gleich dahin. Denn du hast ja das beim ersten Mal so verankert, dass da negative Gefühle sind. Wenn du jedes Mal, wenn du meine Methode anfängst, gleich deine Hände dahin legst, dann holst du ja die alten Gefühle von damals automatisch hierhin zurück. Du hast sie damals verankert, und holst sie jetzt wieder zurück, weil du den Anker
diese Programmierung abruft. Ja, so kommst du nicht voran. Dann wunderst du dich, warum du nicht weiter oder tiefer kommst, weil du immer wieder nur das, was du das letzte Mal hier mit verankert hast, hochholst und nicht weiterkommen kannst. Also wenn du das schon eine Zeit lang geübt hast, du weißt, es hilft dir am Anfang, die Hände dahin zu legen und du weißt, du kannst dich darauf auch konzentrieren, ohne dass du deine Hände dahin legst. Dann musst du nicht gleich, wenn du die Übung beginnst, deine Hände irgendwo hinlegen. Sonst kommst du nicht weiter. Sondern setz dich hin, versuch die Methode zu üben, wenn du das Gefühl hast, das Sinngefühl und du möchtest jetzt deine Hände dahin legen, weil die Gefühle zuerst da waren und du fühlst, damit kannst du es besser halten, damit fühlst du dich einfach geborgen, weil du dein inneres Kind hältst, dann ja. Aber bitte nicht von Anfang an die Hände gleich dahin legen. Warte doch erstmal ab, ob was passiert. Und warte doch mal ab, vielleicht sind die Gefühle mal hier oder mal hier. Wenn du gleich deine Hände dahin legst, dann holst du was zurück, was du zurückholst, was normalerweise gar nicht mehr da war. Du hast nur irgendwas dahergeholt, ja, was gar nicht mehr da war. Du hast es dann wieder dahin gebracht. Also bitte, wenn du eine gewisse Erfahrung hast mit dem Fühlen, mit dem Hände dahin legen, du kannst dich auf die Gefühle einlassen, ohne da die Hände zurückzulegen, dann fang auf jeden Fall immer an, die Übung so zu machen. Ich lege meine Hände irgendwo hin und schau mal, was passiert. Und wenn ich da irgendwo einen Druck oder was empfinde und ich habe das Gefühl, ich lege meine Hände dahin, mache ich es. Wenn ich das Gefühl habe, wieso soll ich es dahin machen? Ich fühle es auch so. Dann lass es. Wenn du das Gefühl hast, ja, es tut aber gut, wenn ich mich in den Arm nehme und so, dann mach es. Aber nicht gleich von Anfang an. Sondern warte, was sich entwickelt. Wenn du Lust hast, mach es. Wenn du keine Lust hast, lass es. Aber mach es nicht gleich. Das fällt mir jetzt gerade ein, da wollte ich eigentlich mein eigenes Video zu machen. Ich wüsste aber gar nicht, wie ich es nennen sollte. Und du willst ja tiefer kommen. Und da ist es ein Teil, was dich auf jeden Fall auch davon abhält, tiefer zu kommen. Weil du bleibst da immer nur dastehen, bei dem, was du verankert hast, abgespeichert hast. Kannst ja auch gar nicht tiefer kommen. Also lass deine Hände weg, dass du eine neue Erfahrung machen kannst. Du machst uns jedes Mal die Erfahrung, wie fühlt es sich an, wenn ich meine Hände da habe. Das weiß ich ja noch vom letzten Mal. Das ist immer das gleiche Gefühl wie beim letzten Mal. Es ist echt schwer, davon dann wegzukommen. Ob tiefer, weiter, links, rechts, nach oben, unten, ist egal. Also lass deine Hände weg. Und legst du nur dann hin, wenn du das Gefühl hast, wenn ich sie jetzt hinlege, das berührt mich so sehr, dass ich richtig weinen muss. Also dann kommst du ja tatsächlich, nimm mal das Wort, tiefer in deine Gefühle. Ja, dann mach es. Aber bitte nicht gleich. Okay? Gut. Ich hoffe, das Video hilft dir wieder ein bisschen weiter zu wissen, du musst nichts erreichen. Das Einzige, was du dich immer da erinnern kannst, mach immer so, dass dein Körper merkt, du hast es entdeckt, dass er absolut perfekt ist und bedingungslos respektiert und geliebt wird. Das war's. Bis zum nächsten Video. Dein Michael.